So einen wunderschönen guten Abend, lass uns gemeinsam aufstehen und wir wollen den Herrn loben und preisen. Wir haben allen Grund dazu. Amen. 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 Okay. Lass uns das altbekannte Lied singen, Happy Day. Ja? Okay. Fetten Applaus. Danke, Jesus. Oh, happy day. Ich hoffe, ihr hattet auch heute einen guten Tag und euch geht's gut. Seid ganz herzlich willkommen zu unserem Abschlussgottesdienst hier, unserer Bundestagung 2021. Ihr, wo ihr hier seid, wir freuen uns sehr, dass wir diese Tagung hier in Präsenz machen durften. Bleibt noch kurz einen Augenblick stehen und ich grüße natürlich auch alle am Livestream, da sie mit dabei sind. Und ich möchte ein Bibelwort aus Psalm 139, der Vers 23 und 24 uns lesen. Da heißt es, durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken.
Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Ein Psalm Davids. Und wenn ich so die Impulse der letzten Tage reflektiere, war doch immer wieder interessant, dem Heiligen Geist Raum geben, hat auch ganz viel zu tun. Was sind unsere Motivationen? Gott zu dienen. Und manchmal überlagern unsere Motivationen eben Gottes Anliegen. Und es gilt darum, in die Stille zu kommen, Gott zu suchen, ihm den ersten Platz zu geben. Und David betet dieses Gebet, und es ist ein Gebet, das auch mich immer wieder anspricht. Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche. Und ich denke, das ist einfach ein Impuls auch für heute Abend. Das möchten wir zulassen, dass Gottes Geist in uns wirkt, und ich möchte mit uns beten. Jesus, danke für den Segen, den wir schon erleben durften, für deine Gegenwart, für deine Präsenz. Und Herr, wir bitten auch heute Abend wirklich, dass du uns ganz besonders nahe bist, dass wir deine Nähe aufs Neue verspüren, auf eine ganz besondere Art und Weise. Herr, dass wir dein Reden ganz persönlich verstehen und dass wir was mitnehmen, dass du uns auch als Gemeinde Gottes, als Gemeindebund einfach auch Wegweisung gibst, Hilfestellung. Und danke, dass du da bist. Wir preisen dich. Du bist ein guter Gott. Und es ist einfach eine Freude, dir nachzufolgen, weil du gute Gedanken über uns hast. Ich preise dich. Amen. Ihr dürft euch für einen Moment setzen. Und wir haben einen kleinen Videoeinspieler. Wir haben ja hier auf der Konferenz, laden wir ja auch immer ganz bewusst die Familien ein, dass wirklich auch alle kommen können. Wir haben 75 Kinder hier mit dabei gehabt. Also am Anfang natürlich die 200 Jugendlichen, aber 75 Kinder, die ganze Konferenz. Und da gibt es einen kleinen Videozusammenschnitt, und da jetzt Film ab. Das hat richtig gut ausgesehen, ne? Und an dieser Stelle möchte ich wirklich auch allen Mitarbeitern danken, die es möglich gemacht haben. Die es möglich gemacht haben, einmal dieses großartige Kinderprogramm zu machen. Wir haben im Vorfeld überlegt, sollen wir denn überhaupt ein Angebot für die Teenies machen? Das sind die 13- bis 15-Jährigen. Und ich habe nur der Sarah gesagt, guck mal, ob wir es nicht hinkriegen. Wär wirklich super. Und wir waren jetzt gesegnet, haben knapp 30 dieser Teenager heute mit dabei gehabt, und es war für sie wirklich eine ganz tolle Zeit.
Und ich habe immer wieder gehört, Mensch, ich habe die Kinder gar nicht gesehen. Nur beim Vorbeilaufen, hallo Papa, alles gut. Und das sind ja so die besten Nachrichten. Wenn die Kinder gut aufgehoben sind, dann ist es auch für die Eltern wirklich entspannt. Von dem her wirklich herzlichen Dank, aber auch herzlichen Dank an alle, die in irgendeiner Form hier mitgearbeitet haben, bei der Organisation, die verschiedenen Musikteams, die teilweise aus den Gemeinden nochmal angereist sind, die Technik, Videotechnik, Livestream, die wir dieses Jahr selber gemacht haben, die Dekoration A bis Z. Ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite und einen herzlichen Applaus. Dann natürlich auch, Samuel hat uns ja gestern erzählt, wie seine Stimme weg war. Und das ist ja immer so das Super-GAU, ne? So 2 Tage davor der Konferenz ruft jemand an, ich kann leider nicht kommen. Und er wollte schon absagen. Aber seine Frau, die hat gesagt, wart mal. Und ich bin einen Kuss schuldig und ich hab hier ein dickes Merci. Genau, sag ihr liebe Grüße und sie hat wirklich die Weisheit Gottes und wir sind dankbar, dass du hier bist und auch für den Abend. Die, wo gestern schon dabei waren, wir haben ihn ja schon kennengelernt oder heute tagsüber. Er hat auch ein paar Bücher mitgebracht, sind hinten, werden nach der Veranstaltung zum Verkauf angeboten. Nutzt die Möglichkeit, das einfach später zu erwerben. Dann, ihr merkt, wir haben einen ganzen Infoblock, damit wir nachher frei sind, Gott anzubeten. Wir haben einmal morgen, haben wir noch ein paar hier, die ja übernachten. Und morgen kann gefrühstückt werden zwischen 7 und 9 Uhr, unabhängig von der Farbe des Bandes. Also das heißt, ihr könnt einfach kommen, wann ihr wollt. Fühlt euch da frei, die bisherigen Räume gelten und genau, genießt einfach die letzte Zeit der Gemeinschaft. Dann haben wir heute Abend auch ein Opfer. Das heißt, wir werden zusammenlegen und es soll wirklich ein Dankopfer sein. Ein Scheinwerfer für Gott, ne? Wir haben ja das auch schon angekündigt. Wir wollen dieses Opfer heute verwenden für den Dienst von GFI, Gospel Fire International. Peter, Becky, Franz sind ja bei uns. Gott zu preisen, sind noch Gebetsanliegen eingegangen. Und die Gebetsanliegen möchte ich einfach hier sagen. Wir werden da sicherlich auch nachher noch eine Gebetszeit haben. Aber das kam jetzt ganz dringend noch rein. Elia, das ist der Enkel von Sigi und Claudia Derkatsch. Er ist 16 Monate alt und er wurde heute mit dem Hubschrauber in die Klinik gebracht. Hat da irgendwie ein Gefäß mit heißem Wasser oder Tee ist über ihn rüber. Er hat starke Verbrennungen im ganzen Körper. Die Mutter selber ist hochschwanger, eine Woche vor der Entbindung. Und es ist wirklich eine absolute Trouble-Situation. Und wir möchten beten, dass Gott eingreift.
Dann möchte ich hier auch benennen, wir freuen uns sehr, dass Alina und Eugen Griesan unter uns sind. Wir haben für sie gebetet die letzten Wochen. Sie waren ja beide auf der Intensivstation Corona infiziert. Und der Arzt hat zu Eugen gesagt, er war 1 Zentimeter vom Tod entfernt. Aber Eugen hat gesagt, mir ist es so wichtig, hierher zu kommen. Aber sie haben nach wie vor noch, sind herausgefordert körperlich und sie bitten um unser Gebet. Dann kam noch von einer Lokalgemeinde ein Anliegen rein, bei einer Familie Hammer. Da kam der Junge ins Krankenhaus. Da besteht auch akute Lebensgefahr. Und ich will das einfach euch hier schon mitgeben. Und Sascha wird einfach dann während der Gebetszeit das auch nochmal einfließen lassen. Aber dass wir das einfach wissen und nachher auch aktiv für diese Anliegen beten. Nun möchten wir uns ausrichten und ich lade euch ein, aufzustehen, Gott auch in deinen Betungen zu suchen, uns zu öffnen für seine Gegenwart, für das, was er heute an dir, an mir, an uns tun will. Und Sascha und das Team aus Almersbach wird uns leiten. Ja, vielen Dank, Marc. Ich wollte eigentlich gerade mit einem richtig freudigen Lied starten. Aber wisst ihr, wenn so ein Hilferuf kommt, dann müssen wir beten. Und Eugen und Alina, kommt ihr schön vor, bitte. Und dann brauchen wir noch 2 weitere Personen, die vielleicht stellvertretend für die Kinder hier vorne stehen möchten. Kommen 2 Freiwillige. Danke. Wir machen das so. Ihr stellt euch einfach vorne hin. Wir haben es gehört vom Samuel. Eigentlich wissen wir es ja. Gott ist nicht kompliziert. Und wir brauchen halt keine Gefühle da dafür. Ich will auch hier keine Musik zur Manipulation spielen, sondern ich glaube, dass Gebet wirklich Kraft hat. Und wer die Freiheit hat, hebt doch die Hände. Und wir wollen für sie hier beten. Wir wollen stellvertretend auch für diese Kinder beten und wirklich zu Gott schreien und um sein Eingreifen bitten. Lass uns das jetzt gemeinsam tun. Jesus, danke, dass du der Sieger bist, Herr. Dass du das Leben bist, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen. Herr, du bist ein treuer Gott, Herr. Und da, wo Satan wirklich stehlen will, Herr, Vater, da, wo er rauben und morden möchte, Jesus, da bieten wir in deinem Namen, nicht, weil wir es aus unserer Kraft heraus tun könnten, nein, Herr, weil wir wie Kinder zu dir kommen, zu dem lebendigen Gott, zu dem Vater, der über allem steht, Herr, der das Leben schenkt, Herr. Und Jesus, wir bitten dich jetzt um Eingreifen. Wir bitten dich, dass du Heilung schenkst. In Jesu Namen, in Jesu Namen, Halleluja, Halleluja, Jesus, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lass uns wirklich
ein Liebeslied jetzt für Jesus singen und ihn preisen für das, was er tun wird. Weil wir es glauben, dass er es tun wird. Vielleicht kennt ihr noch diesen alten Chorus. Ich liebe dich, Jesus, danke, dass du unser Gebet heute Abend erhörst, Herr. Danke, Jesus, dass das Gebet immer noch dieselbe Kraft hat, wie zur Zeit von Mose, wie zur Zeit von den Aposteln. Jesus, du bist dasselbe Gott. Und wir danken dir und wir feiern deinen Sieg, Herr. Und wir feiern, dass du lebst und regierst und dasselbe bist. Amen. Amen. Lass uns jetzt wirklich mit einem freudigen Herzen in Lobpreis gehen und Gott alle Ehre geben. Und wir wollen jetzt während dem ersten Lied hier, wollen wir das Opfer einsammeln, was Mark gesagt hat, und wir wollen wirklich freudige Geber sein. Es geht nicht ums Geld, es geht ums Herz. Und lasst euch wirklich von Gott berühren, was zu geben und wirklich in Samen in Gottes Reich zu säen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir das immer wieder bewusst machen. Es ist Gottes Geld. Mit dem Bild und diesem Tag
bist der Gott und du bist da. Ja, du bist bei mir. Ja, du bist bei mir. Und ich vertrau dir. Ich vertrau dir. Du bist die Kraft, die mich durchflutet. Der Fluss, der neues Leben. Du machst mich ganz neu. Jesus, führe mich tiefer, fülle mich ganz auf. Ganz egal, wie es aussieht, und ich tauche ein. Nichts kann das Feuer stoppen, und ich bete dich an. Ganz egal, wie es aussieht, und ich tauche ein. Kraft, die mich durchflutet, der Fluss schenkt neues Leben, du machst mich ganz nah. Und ich renn hinein in diese Flut, Jesus, führ mich tiefer, fülle mich ganz auf. Ganz egal, wie es aussieht, und ich tauche ein. Das ist unser Gott.
rede jetzt einfach mal mit Jesus. Sag ihm, was auf dein Herz liegt. Wie du dich heute Abend fühlst. Und leg ihm auch wirklich ganz bewusst deine Gedanken hin. Und bitte ihn einfach, dass er heute Abend ganz bewusst zu deinem Herzen reden kann. Jesus möchte gern unser Freund sein. Derjenige, der Zugang zu unserem Herzen hat und der in das Innerste sieht. So wie es Mark in diesem Psalm gelesen hat. Es ist derjenige, der unser Herz prüft, der unser Herz durchforscht. Und ihm möchten wir die Ehre geben und sagen, Herr, du weißt, wie es mir wirklich geht. Und ich bitte dich, dass du mein Herz durchforschen möchtest. Wenn da irgendwo ein Sauerteig drin rumgammelt, Herr, dann bitte ich dich, dass du es rauskehren möchtest. Du hast uns zur Heiligkeit berufen. Und Herr, wie sollen wir Salz und Licht sein, wenn wir nicht heilig leben? Ich habe den Eindruck, dass der Herr heute Abend zu jemandem redet, der sagt, mein Kind, ich liebe dich und ich habe dich schon so oft gerufen. Ich habe dir schon so oft meine Güte und meine Gnade bewiesen. Und doch bist du einer, der stetig wegläuft vor mir. Ich habe dich berufen für einen Dienst und dich zu meinem Werkzeug auserkoren, aber du schaust lieber weg und du gehst lieber in diese Welt rein, weil du denkst, dass du was verpassen tust. Und heute Abend bist du eigentlich hier, weil das von dir erwartet wird, aber nicht wirklich, weil du es möchtest. Aber mein Kind, ich liebe dich und ich möchte dich gebrauchen zu meiner Ehre. Das, was du suchst, das kriegst du nur bei mir. Und wenn du dein Leben mir ganz hingibst, dann wirst du wahres Glück finden und wahre Erfüllung. Ich bin voller Gnade, aber ich kann dich nur voll segnen, wenn du auch gehorsam bist. Und ich kann dich nur gebrauchen, wenn du dem zustimmst. Und ich habe gute Pläne für dein Leben. Komm doch zu mir wieder. Kehr um zu mir. Frag mich doch um Vergebung und ich vergeb dir so gerne. Was ich möchte, ist dein Herz. Ich bin kein Gott, der Spielchen macht, sondern ich bin Gott, der heilig ist. Und meine Gefäße tue ich heiligen. Aber die Türklinke ist auf deiner Seite. Öffne mir die Tür. Das nie vergeht, Alpha und Omega, der sein wird, ist und war. Berge verbeugen sich vor seinem Angesicht, ein Wort und es geschieht, er kommt und Ängste fliehen.
König, König der Herrlichkeit. Sein ist das Reich und die Macht in Ewigkeit. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige nah bei mir bleibt. Sing dem Herrn einfach mit deinen eigenen Worten. Das ist mein König, König der Herr.
Wir wollen noch ein Lied singen, bevor wir übergehen zur Predigt. Das ist auch ein älterer Song, der heißt Heilig, Heilig, das Lamm Gottes. Ich möchte uns einladen, dass wir das wirklich vor Augen führen, wie es in Offenbarung heißt, dass wir eines Tages vor Gottes Thron stehen werden. Und das Lamm anbeten werden, was sein Blut für uns vergossen hat. Und uns eigentlich nichts anderes übrig bleibt, als zu sagen, danke Herr, ich hab's nicht verdient. Heilig, heilig, das Lamm Gottes, das geopfert ist. Lob und Ehre sei dir, der König, auf dem gnädigen Thron. Und heilig, heilig. Heilig, heilig, das Lamm Gottes, das geopfert ist. Lob und Ehre sei dir, dem König, auf dem gnädigen Thron. Wirst du Wunder unter uns.
Halleluja, wir loben dich, oh Herr, du bist heilig. Und wir bedanken uns bei dir, weil in deiner Heiligkeit du uns auch berühren willst in diesem Abend. Herr, ich danke dir für die Kranken, die du heilst. Ich möchte dich bitten, lege deine Hand da, wo du Schmerzen hast, so es möglich ist. Oder auf deinen Haupt und wir beten, Herr, oh du allmächtiger Gott, du, der am Kreuz alle unsere Sünden getragen hast. Du bist auch der, der befreit und heilt. Herr, ich habe dieses Vorrecht, das schon so oft zu erlebt zu haben, dass ich heute Abend noch bete mit Freude. Ich weiß, du antwortest dem Gebet. Danke für die Kranken, die du besuchst. Danke für die, die du erfrischest. Danke für die, die du erneuerst heute Abend in diesem Ort. Schenk ihnen diese Gnade von oben. Wir loben dich und danken dich von ganzem Herzen. Amen. 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 Wir nehmen Platz. Dankeschön. So, wir sind jetzt in der letzten Linie. Letzter Abend, ich werde es kurz machen, ich weiß, ihr seid müde. Und da war noch eine Sitzung heute Nachmittag. Das ist ein Traum, eine Sitzung zu haben, so nach dem Essen eine Sitzung. Hallo Präsident, das ist eine so gute Idee. In Frankreich machen sie das, wenn sie so komische Sachen durchspringen wollen. Machen Sie das gleich nach dem Essen, wenn alle so tief in tiefe Meditation sind. Der Herr ist gut. Danke für eure Geduld mit mir. Geduld auch, wenn ich ja, rede, wie ich kann, aber das erinnert mich das erste Mal, wo ich in Deutschland gepredigt habe. Das erste Mal kam eine Frau am Ende und sagte, oh, das hat mir so gut getan. Sind Sie ein Türk? Da hatte ich soweit verstanden, dass ja, ich noch nicht so gut Deutsch rede. Aber sie hatte doch verstanden, was zum Verstehen war. So, lasst uns gleich ins Wort Gottes. Heute Abend möchte ich das Wort öffnen in Markus 4, Vers 35. Und ich möchte so kurz über den Ursprung etlicher Stürme in unserem Leben sprechen. Wir lesen den Text, der ja schon gut kennt, Markus 4. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren, und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und er erschob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstümme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben. Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der auch? Wind und Meer sind ihm gehorsam bis zu hier. Das Wort Gottes, Herr, wir erwarten uns auf dich. Wir glauben, dass das Wort nie leer zurückkehrt.
Wir glauben, dass es gerufen ist, auch Frucht zu tragen in dem Leben dessen, die es hören. Und ich bedanke mich bei dir für dieses Wort heute Abend. Herr, es soll auch Hilfe bringen, denen, die in dem Sturm stehen. Herr, etliche haben Sturm schon erlebt. Etliche anderen sind im Sturm zwar jetzt, und anderen sind vor einem Sturm. Aber egal, an welchem Platz wir finden, wir wollen uns erinnern, dass wenn du mit uns im Sturm bist, haben wir auch die Hilfe, die wir brauchen. Wir bedanken uns bei dir und wir wollen dir die ganze Ehre geben für Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. So ein schlicht einfaches Wort. Jeder kennt diese Geschichte. Die Meteorologen wissen, dass ein Sturm entsteht von einem Konflikt zwischen zwei Luftmassen, eine kalte und eine warme Luftmasse. Und von diesen zwei Luftmassen und von diesem Konflikt entsteht auch der Sturm. Der Sturm hat kein, da ist kein Mensch am Ursprung diesem Sturm. Da ist ein Konflikt zwischen diese zwei Luftmassen. Aber wenn du im Sturm bist, dann hast du die Folgen von dem Sturm. Du bist vielleicht nicht am Ursprung des Sturmes, aber du hast die Folgen des Sturms. Wenn jemand schon einen Sturm erlebt hat, wirklich einen Sturm erlebt, dann weißt du, wovon wir reden. Du hast keine Kontrolle mehr. Alles geht außer Kontrolle. Und da ist so eine Kraft, dass du gar nicht mehr weißt, was du tun sollst. So war es bei den Jüngern. Die waren im Boot. Die waren Jesus gehorsam. Die haben nur getan, was Jesus gesagt hat. Die gehen über den See und der Sturm kommt. Diesen Konflikt fängt da an. Über einmal kommt Wasser in das Boot. Und meine liebe Jünger machen, was sie können im Boot. Die nehmen das Wasser so weit und so schnell, dass sie können, um dass es aus dem Boot kommt, aber kommt immer mehr Wasser, immer mehr Druck, immer mehr Wind. Und jetzt über einmal ist Gefahr. Wisst ihr, oft in unserem Leben, und ich sage das auch aus Erfahrung, und ich sage das auch als Pastor in einer Gemeinde, wir haben oft alles getan, was Gott uns gesagt hat. Und da gibt es so eine Theologie, wenn du auch immer gehorsam bist, dann kann nur Segen kommen. Wenn du gehorsam bist, dann wird alles ruhig sein. Und ich möchte dir sagen heute Abend, leider, wenn du gehorsam bist, kann doch Sturm kommen. Wo diese Covid-Welle gekommen ist, ich kann dir sagen, wir waren im Sturm. Wir waren wirklich im Sturm. Und wie ich das gestern Abend erklärt habe, da kamen gute Leute und sagten, sicher haben die gesündigt. Oder sicher waren sie ungehorsam. Aber der Sturm ist nicht unbedingt verbunden mit Ungehorsam. Du kannst gehorsam sein und doch Sturm haben. Natürlich gibt es Stürme in unserem Leben, wo wir am Ursprung sind. Und da sollen wir Buße tun. Da sollen wir es wieder recht machen. Aber es gibt viele Stürme, über die welchen wir keine Kontrolle haben. Aber wir haben die Konsequenzen in unserem Leben. Die Jünger machen absolut alles, was sie können. Und jetzt kommt es auf den Punkt. Wir wissen nicht mehr, wo wir hinkommen.
Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Und ich weiß, da sind Leiter, Gemeinden und so weiter. Und das gibt also so Situationen auch mit der Gemeinde, wo du über einmal nicht mehr weißt, wohin und woher, was du tun sollst. Du bist gehorsam und der Sturm kommt. Lass mich bis hierher nur eine Erfahrung von unserer eigenen Gemeinde, weil da Verantwortliche sind von Gemeinden und so weiter. Vor Jahren, wir hatten am Grund der Gemeinde eine Gemeinde, die am Sonntag zusammengekommen ist, und in der Woche hatten wir 4 Orten. Und in den 4 Orten hatten wir Verantwortliche, die sich bekümmert haben um diese 4 Orten. Und da über einmal sagten sie, wir wollen uns nicht mehr versammeln am Sonntagmorgen an einem Ort, aber wir möchten jetzt 4 Orten öffnen. Und mein Vater, ja, alle Menschen kamen zu Jesus zur Zeit, waren wir ungefähr 200 Leute. Und diese alle Menschen hat er gekannt, er hat die meisten zu Jesus geführt. Und die Gemeinde war jetzt 13 oder 14 Jahre alt. Und er sagte zu ihnen, okay, mir ist es soweit gut, wenn wir 4 Gemeinde gründen, anstatt am Sonntag beieinander zu sein. Aber wir werden etwas tun. Wir werden beten, um zu wissen, was Gott will, weil das nicht meine Gemeinde ist. Das ist die Gemeinde Gottes. Ihr auch. Vergiss das nie. Du wirst verstehen, warum ich dir das sage. Vergiss das nie. Lieber Pastor, vergiss nie, du bist nicht der Leiter. Er ist der Leiter. Und natürlich, wisst ihr, wir hatten zur Zeit 12 Älteste in der Gemeinde. Und diese 12 Älteste, die waren alle ganz dafür, dass man beten, um dass Gott den Weg zeigt. Alle sind immer dafür, dass Gott der Weg zeigt, solange dass sie überzeugt sind, dass er keinen anderen Weg zeigen kann, als der, der sie gewählt haben. Das weiß jeder gute Pastor. Und so war es. Und da haben sie sich gesagt, wir geben uns 2 Wochen und so Gott uns reden will, kann er uns reden. Wenn er nicht spricht, bedeutet das, dass wir weitergehen können in diese Richtung. Und sonst werden wir auch tun, was er sagt. Erste Woche ist hinumgegangen, war nichts. Und in der zweiten Woche, Mitte von der zweiten Woche, über einmal, abends, bekommt mein Vater eine Vision. Eine Vision. Weißt du, eine Vision ist nicht wie ein Traum. Wenn du eine Vision hast, bist du erwacht. Er war erwacht, er schlief nicht und er konnte sehen, wie auf einem Bildschirm. Er erklärte mir, das war wie auf einem Bildschirm. Er sagte, ich konnte sehen ein großes Volk, das zusammenkommt. Und dann hat er gesehen, wie so 18 Personen miteinander waren, so in den Häusern. Und da gehen wir zurück in den Jahren 283. Wer war schon lebenden? 1983. Und wisst ihr, wir hatten nie keinen Plan, große Gemeinde, kleine Gemeinde, viele Gemeinden. Das war nie unser Problem. Wir sagten immer, Herr, was du uns sagst, das wollen wir tun. Weil du weißt, was wir tun sollen an diesem Ort. Und das sagt ihm dem Herr, du wirst die Gemeinde nicht trennen in 4, aber du wirst mein Volk zusammenbringen.
weiter, wie du das getan hast. Hey, der war so voller Freude. Gott hatte ihm gesprochen. Weißt du, Raum dem Heiligen Geist lassen bedeutet auch, wenn er spricht, handeln nach dem, was er sagt. Alle wollen den Heiligen Geist hören. Alle wollen nicht gehorchen. Hören, ja, und dann wählen wir. Oft in den Gemeinden geht es so. O Geist Gottes, sprech zu uns. Und dann kommt die Sitzung und wir wählen. Und das sagte Gott, mach es so. Er hat es so getan, voller Freude. Er war überzeugt, dass seine Ältesten sich freuen werden. O Papa, bist du naiv. Er ist wie ein Kind, weißt du. So einfach. Und da hat er ihnen das erzählt, begeistert. Hallo, meine liebe Brüder, ich weiß jetzt die Richtung. Der Herr hat gesprochen. Ich weiß, was ich tun soll. Wenn du dich brauchen lässt von dem Herrn, Stürmen kommen, bevor du bewusst bist, wofür Jesus dich dort hinschickt. Diese Stürme kommen über die Gemeinde. Diese Stürme kommen auch über dich oder über deine Familie. Ich werde euch nachher mein Zeugnis erzählen mit einer von unseren Söhnen. Und ihr werdet verstehen, von was wir reden. Aber wenn du über diese Sache nicht bewusst bist, und ich sehe heute Pastoren, die Mühe haben, wenn man über diese geistliche Welt spricht. Sie haben Mühe, das zu verstehen, fast zu glauben. Wenn du Raum lassen willst dem Heiligen Geist, dann wirst du entgegen einen anderen Geist kommen. Und du kannst tun, was du willst. Wenn du Raum lässt dem Heiligen Geist, dann gibt es einen Geisteskonflikt. Schaut gut zu. Dieser Mann, die Bibel sagt, dass der Dämon Legion heißt, das einzige Mal, wo Jesus den Namen fragt von einem Dämon. Legion. Eine Legion war bis zu 6000 Männer. 6000 Dämonen waren da. Und schaut, was sie sagen. Und dann fleht er Jesus an, sie nicht aus der Gegend fortzuschicken. Diese Gegend war eine unreinige Gegend. Die Gegend war unter der Politik von den Römern. Unreinige Sachen fanden statt in dieser Gegend. Deswegen sind auch 2000 Säue dort. Die Juden hatten keine Sau auf der anderen Seite. Es waren zwar Juden da. Die wollen von der Gegend nicht gehen. Brüder, Schwestern, ich kann euch etwas sagen. Die Gemeinden werden immer mehr in der Zeit, die kommt, am Front sein. Weil die geistliche Welt sich verändert in Europa. Unreinige Geister sind jetzt am Wirken in Europa. Jetzt kommt der Teufel und sagt, bist du sicher, dass ein Ehepaar wirklich ein Mann und eine Frau ist? Er sagt nicht nur, du darfst nicht vom Baum essen. Bist du sicher, dass weil du so als Mann auf die Welt gekommen bist, du ein Mann bist? Bei uns in Frankreich sind Gesetze rausgekommen. Und es wird für uns immer schwieriger, auch das Wort zu predigen.
eine in Finnland von dem Parlament, eine Dame vom Parlament hat von Paulus gesprochen. Das Risiko, das sie jetzt hat, ist 2 Jahre Gefängnis. In Finnland. Das ist jetzt, Brüder, Schwester, erwache. Wir sind in einer geistlichen Realität. Und wir werden im Front sein, weil der Teufel sich gegen der Gemeinde einstellt und gegen sie will er jetzt kämpfen. Deshalb sind immer mehr Gesetze, die rauskommen. Und wir als Prediger können immer weniger sagen. Wir gehen zu einer Konfrontation. Es wird immer, immer mehr sein. Ihr werdet euch noch an diesen Abend erinnern. Weil da in der unsichtbaren Welt ein geistlicher Kampf stattfindet. Schaut mal in Offenbarung 12, Vers 7. Dann brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael kämpfte mit seinen Engeln gegen den Drachen. Der Drache und seine Engel wehrten sich, aber sie konnten nicht statthalten. Von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache, die uralte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Welt verführt hat, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde hinabgestürzt. Wenn ich mit dem Herrn reden könnte, würde ich ihm sagen, warum hast du ihn nicht auf den Mond geschickt? Warum gerade hier? Deshalb haben wir jetzt einen geistlichen Kampf. Und Jesus wusste gleich, dass dieser Sturm kein normaler Sturm ist. Er wusste, dass dieser Sturm ein geistlicher Sturm ist. So du Raum lässt dem Heiligen Geist. Bruder, Schwester, lieber Pastor, er wird dich angreifen. Auf eine Weise oder eine andere. Er wird es immer versuchen. Immer. Mit meiner Frau haben wir etwas erlebt, das wir uns nie vorstellen konnten. Und ich werde auch mit diesem Zeugnis zum Schlusswort kommen. In dem Jahr 2013, Entschuldigung, ich war noch nicht dort. Das deutsche Rede macht mich müde. 2013 ging mit unserer Tochter eine unserer Söhne nach England in einer Bibelschule. Und wir haben uns sehr gefreut, dass er jetzt mit seiner Schwester in die Bibelschule geht. Und ja, das war so eine schöne Erfahrung für sie. Und die kamen zurück an Weihnachten, das war so schön und wir freuten uns. Und dann gingen sie wieder und nächster Termin war Ostern. Und dann kam Ostern und ich ging bis an den Flughafen, um sie abzuholen und da kommt meine Tochter raus und die sah so müde aus und ich sagte, Mensch, Johanna, du siehst so müde aus. Sagte sie, oh Papa, du kannst dich nicht vorstellen mit Benjamin, was passiert. Ich sagte, hey, was ist los? Und dann kam Benjamin raus von dem Flughafen mit, wisst ihr, sein Jogging. Wie gesagt, darüber dunkel. Ich konnte ihm gar nicht reden. Ich sagte,
Hey Benjamin, was ist los? Kein Wort. Ich hatte nicht mehr den gleichen Sohn, den ich gesehen habe, nach England gehen an Weihnachten. Ich dachte, Mensch, die haben sich vielleicht so ein wenig gereibt und aufgeregt und sie sind jetzt. Und dann kamen wir nach Hause. Und da fing unsere, ich kann das so sagen, da fing unsere Hölle an. Benjamin fiel immer mehr in eine andere Welt. Er hatte Panikattacken. Er sah so Leute mit den Menschen, welche er sprach. Sie hatten einen Namen. Der hatte so eine Verbindung wie mit uns. Er hatte, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, aber er konnte schmecken, was sie tun, hören, was sie sagen. Er war so wie in einer anderen Welt. Und ich dachte, das wird umgehen, das wird besser werden. Und dann natürlich, wir haben gebetet. Und ich bat, oh Herr, ich treibe diese Dämonen aus und so weiter und so fort. Aber bei ihm passierte nichts. Es wurde immer schlimmer. Wenn ich euch sage, immer schlimmer, er wurde immer dunkler. Die Stimmen wurden immer stärker. Bis an den Punkt, wo die Stimmen ihm sagten, töte die Eltern. Und dann an einem Abend, um der Stimme zu gehorchen, hat er eine unserer Tiere getötet. Wir waren, und das hat gedauert, wisst ihr, was ich euch da kurz erzähle, hat so fast ein Jahr gedauert. Wir müssten ihn, der wurde so böse, hat sich das Leben nehmen wollen, aufgeschnitten und so weiter. Wir sollten ihn in die Psychiatrie bringen. Und du kannst dir nicht wissen, was wir verspürten. Das war schrecklich für mich. Ich sagte, oh Gott, ich habe für so viele Menschen gebetet, Dämonen ausgetrieben und jetzt muss ich meinen eigenen Sohn in die Psychiatrie bringen. Das erste Mal war er so, so voll Gewalt, dass sie ihn genommen haben, sie müssten ihn anschnallen an der am Trägerstuhl oder ich weiß nicht, wie er das sagt. Und so kam er in die Psychiatrie rein. Und das war, wir hatten Druck. Wir hatten Druck in dem Haus. Weißt du, ich hatte das Gefühl, wenn ich ins Haus kam, dass da eine Gegenwart da ist. Und auf der anderen Seite sagte Benjamin, Papa, ich habe keinen Dämon. Ich weiß, ich habe keinen Dämon. Aber er war in diese andere Welt. Er war als am Tisch. Nachdem, dass er uns angeschaut hat, musste ich die Messer nehmen. In der Nacht, wir konnten nicht mehr schlafen mit meiner Frau. Er stand immer auf und in der Nacht ging er herum. Und wir wussten nie, was er jetzt tun wird. Und dann hatte er diese Panikattacken so stark, dass er oft so war und dann zusammenbrach, egal wo wir waren. Und in der gleichen Zeit musste ich die Gemeinde weiterführen. In der gleichen Zeit musste ich die Gemeinde führen, ohne dass der Druck über die Gemeinde kommt. Ich habe der Gemeinde nichts davon gesagt, hatte es meinen Pastoren gesagt und habe weiter gepredigt. Ich erinnere mich, einen Dienstagabend hatten wir einen Gottesdienst und Lobpreiszeit. Und
kurz, so 5 Minuten vor der Lobpreiszeit, die ich führen sollte, ruft mich meine Frau, ich war gerade hinter der Bühne, ruft mich meine Frau, ich nehme das Telefon, die schrie, komm nach Hause, komm nach Hause. Er hat das Produkt genommen, um sich anzuzünden. Und ich sagte, Dominik, ich kann nicht kommen. Ich habe niemand hier. Und dann musste ich an diesem Abend, ich sagte, Dominik, ich bete jetzt. Ich bete jetzt für dich. Und dann musste ich den Lobpreis führen. Und in der gleichen Zeit, in meinem Kopf, du hast deinen Sohn, der jetzt gegangen ist. Und ich wusste, er war so tief in seinem Delirium, kann man das so sagen? So tief. Die Ärzte sagten, das ist jetzt nicht mehr nur Panikattacke, aber Schizophrenie. Und er war so tief drin, dass ich wusste, der wird es machen. Ich bat in meinem Herz, sagte, Herr, du weißt alles, du weißt meine Situation, du weißt, dass ich nicht gehen kann. Tu etwas. Und Gott hat ihn bewahrt. Und dann wurde es immer, immer stärker, immer stärker. Und natürlich, das hat auch Druck gebracht über unsere Ehe. Weißt du, am Anfang bringt es dich zusammen, aber mit der Zeit wird der Schmerz so groß, dass über einmal einer nicht mehr kommunizieren kann mit dem anderen. Und das fing an, Druck zu bringen auf meine Frau, auf mich. Wir hatten keine Kommunikation mehr. Das war so eine unheimliche Atmosphäre. Und in diesen Tagen kam ein Prediger von Israel zu meinem Schwieger, zu meiner Schwester, die daneben wohnt. Okay? Der wusste gar nichts von dem, was wir erleben. Der kommt zu meiner Schwester. Er hat sie gut gekannt mit meinem Schwager, weil sie oft Reisen nach Israel organisiert haben. Und dann kommt er aus dem Auto. Und wenn er aus dem Auto kommt, sagt er meinem Schwager, sagt er, hey, was ist los bei Samuel? Schwager war bewundert. Er wollte ihm nichts sagen. Er sagte, jo, es ist eine Zeit, die ein wenig schwierig ist für ihn. Und dann sagt er ihm, warum fragst du mich so? Dann sagt er das Folgende. Als ich aus dem Auto kam, konnte ich sehen, wie 2 Dämonen auf dem Dach sind. Die unsichtbare Welt. Der wusste nichts, der kam von Jerusalem, der hat nichts gehört, nichts gewusst. Kommt jetzt raus. Man hat mir das gesagt, aber ich war so drin. Monate gingen herum. Es war immer schwieriger und gefährlich, weil er gefährlich geworden ist. Und jetzt kommen wir an Weihnachten. Und dann Weihnachten dachte ich, Mensch, ich habe meine anderen Kinder, die dabei sind, und ich kann nicht alle Kinder auf der Seite lassen, weil ich diesen Problem hatte. Dann sagte ich, wir gehen in den Europapark. Und ich dachte, Mensch, vielleicht könnte ich ihn mitnehmen, das wird ihm die Ideen verändern. Hi, schlechte Idee. Schlechte Idee, das war ein schrecklicher Tag. Am Abend kamen wir nach Hause. Er war im Auto hinten, er hatte seine Verliebte mit ihm. Seine Freundin, er hatte seine Freundin mit ihm. Und der Freundin hatte ich schon gesprochen. Ich sagte der Freundin, hey, Silvia, bitte, wisse, dass ich dich freilasse. Du musst nicht mit meinem Sohn bleiben, weil du dich schuldig fühlen würdest, wenn du ihn verlässest, weil er krank ist.
Aber Silvia, so ein Leben wirst du nie durchführen können. Und diese junge Frau sagte mir, aber ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Und da waren sie im Auto hinter mir und ich fuhr und es war so schwierig, dass ich fuhr schnell. In Deutschland darf man ab und zu schneller. Und im Augenblick, wo ich schnell gehe, öffnet er die Tür, um sich auf die Autobahn zu werfen. Und ich kann euch sagen, das war schrecklich, weil ich musste auf die Seite gehen. Wir hatten fast einen Unfall, kam ein Lastwagen und so weiter. Und da wurde ich innerlich zornig und ich sagte, jetzt reicht's. Und ich sagte ihm, ich gehe direkt ins Krankenhaus, ich mache dich direkt in die Psychiatrie. Das können wir nicht mehr aushalten. Ich war so müde, monatelang. Ich war zerschöpft. Und da kommen wir ins Krankenhaus. Und er sagt mir, Papa, nein, ich verspreche dir, ich mache es nicht mehr. Ich sagte, das kannst du mir immer versprechen, du hast die Kraft nicht dafür. Und da kommt er ins Krankenhaus und im Krankenhaus hat er noch etwas Schlimmes gemacht. Da konnte ich ihn nicht mehr sehen, 4 Tage lang. Und nach 4 Tagen kam ich in die Psychiatrie. Und der war da, total und durcheinander. Total durcheinander. Und wenn ich mit ihm gewesen bin, über einmal kommt eine Pflegerin zu mir. Die war keine Christ. Diese Pflegerin kommt zu mir und sagt mir, Herr Peter Schmidt, kann ich mit euch sprechen? Dann sage ich, ja, warum nicht? Und dann sagte sie, aber ich möchte nicht hier sprechen mit euch. Ich möchte, dass wir hinausgehen miteinander. Ich dachte, Mensch, das ist komisch. Dann sagte ich, okay, ich komme euch nach. Und dann gingen wir aus diesem Service, weil das ein Service war, wo schlimme Falle drin waren. Und wir kamen raus von dem Service. Und da waren wir aus dem Service, fang sie an und sagte sie mir, wissen Sie, Herr Peter Schmidt, wir sind in einer Zeit, wo die Energien sich verändern. Ich dachte, Mensch, mein Sohn ist nicht gut dran, aber die Pflegerin. Die Pflegerin scheint mir auch müde zu sein. Ja, mach dich an meinem Platz. Mein Sohn durcheinander, die Pflegerin, die mir von Veränderung. Dann über einmal sagte sie zu mir, mit ihren Wörtern, versteht ihr? Sagt sie, wissen Sie, dass es Geistern gibt, die das Licht nicht lieben? Dann sagte ich, unter Geistern habe ich Dämonen gehört. Ich sagte, ja, ich glaube an diese Sachen. Und dann sagte sie, wissen Sie, dass diese Geister, was Licht ist, vernichten wollen? Sagte ich, ja, das weiß ich. Und dann geht sie weiter und sagte sie, ich habe gehört, Sie sind Pastor. Und ich sagte, ja. Und dann sagt sie so, schlicht einfach, kein Christ, hä? Das musst ihr verstehen. Sagte sie, glauben Sie nicht, dass diese Finsternissen Sie vernichten wollen durch euren Sohn. Ich wusste nicht mehr, wo ich zu Hause bin. Ich sagte, Mensch, wow, das macht mir viel jetzt. Wir gingen wieder in das Service. Ich war wieder mit meinem Sohn untereinander. Der sprach von Sachen, hat mit diesen, was er gesehen hat, hat mit diesen Gestalter gesprochen, durch Namen gerufen und so weiter. Und dann, nach einer Zeit, sagte ich, Benny, ich gehe jetzt. Und ich ging. Komm in mein Auto, sitz ins Auto, wo ich ins Auto saß. Wisst ihr, ich habe den Kopf auf den Achseln
Ich bin nicht einer, der immer Sachen sieht. Aber ich setze mich in das Auto. Plötzlich kann ich hören wie ein Dialog. Nicht jemand, der mir redet, aber jemand, der zu jemand anders redet. Und ich höre so kräftig, voll Autorität: Satan, jetzt ist fertig, du kannst sie nicht mehr anrühren. Ich dachte, jetzt hast du durchgedreht. Wisst ihr, ihr müsst das erleben von innerlich. Jetzt hast du durchgedreht, jetzt fängst du an, Sachen zu hören. Ich war unversichert, kam nach Hause, sehe meinen Vater, erzähle ihm, was da gegangen ist mit der Pflegerin. Der sagte mir, das ist komisch. Und dann sagte ich ihm, hey, im Wagen konnte ich das hören. Am anderen Morgen. Telefon um 8 Uhr morgens. Ich nehme das Telefon. Sag, hallo. Und da ist die Stimme meines Sohnes. Papa, du kannst mich holen. Ich bin total geheilt. Ich dachte, sagte, oh Benny, ich bin froh, dass du geheilt bist. Ich komme heute Nachmittag. Ich kam am Nachmittag, habe meinen Sohn wieder gefunden wie vor einem Jahr. Er war in seinem Sinn frei. Er nahm bis zu 13 Tabletten, 6 Valium im Tag. Nichts mehr in einer Nacht. In einer Nacht befreit. Heute ist es eine meiner Nachfolger. Er predigt das Evangelium. Gott segnet ihn. Menschen werden geheilt, Dämonen ausgetrieben. In einer Nacht. Satan, du wirst ihn nicht mehr anhören. Und unser Sturm war fertig. Nach einem Jahr, wo wir Hölle erlebt haben, Ängsten, ich kann euch sagen, die Psychiater haben mir gesagt, wir behalten ihn noch so etliche Tage im Krankenhaus, um ihn zu beobachten. Ich sagte, okay, die haben ihn zurückbehalten, um ihn zu beobachten. Nach etlichen Tagen haben sie angerufen und sagten, okay, ich kam ins Krankenhaus, sagte zum Psychiater, good job, sagte er. Eine meiner Freundin, der Psychiater ist, sagte mir, du weißt nicht, woher dein Sohn kommt. Du weißt nicht das Wunder, das ihr erlebt habt. Der Sturm kam, um uns zu vernichten. Da kam ein Druck, um dass wir nicht mehr vorwärts gehen. Aber im Sturm hat uns Jesus befreit. Meine liebe Brüder, meine liebe Pastoren, ich möchte euch sagen, Anfechtungen werden kommen. Stürmen werden kommen. Etliche Stürmen haben wir angefangen und da sollen wir Buße tun. Aber es gibt diese alle Stürmen, die kommen. Auf einer Seite, weil wir gehorsam sind und dem Herrn horchen wollen, wie bei meinem Vater. Auf der anderen Seite, weil in dem Sturm mehr als das, was wir sehen, sich hinter dem Sturm Satan findet. Der Herr hat uns versprochen, dass wir Sieger sein werden. Lass Raum dem Heiligen Geist. Aber sei auch bereit, auf die Schlacht zu kommen. Sei bereit. Es gibt keinen Sieg ohne Kampf. Es gibt keinen Sieg ohne Kampf. Und wie größer ist der Sieg,
wie größer ist der Kampf. Aber vergiss nie, in deinem Kampf, lieber Bruder, liebe Schwester, da ist Jesus. Unterscheide, was passiert, um dass du nicht über einmal wie die Jünger bist, die mit menschlichen Mitteln die Lösung suchen, weil sonst fällst du in ein Burnout in. Du brauchst geistliche Waffen. Wir kämpfen nicht gegen das Fleisch. Wir kämpfen nicht gegen das Fleisch. Wir kämpfen gegen den, der Jesus besiegt hat. Er ist besiegt. Nimm den Sieg ein. Lass dich erfüllen mit seinem Geist und geh vorwärts. Lass nie nach. Nie. Lass nie nach. Wisst ihr, ich habe euch jetzt von Benjamin gesprochen. Ich könnte euch von meinem Sohn reden. Der Arzt ist heute und der einen Tumor bekommen hat am Hirn. Wir könnten so weitergehen und ich könnte euch zeigen, wie der Teufel auf verschiedenen Wegen versuchte, uns zu bremsen. Aber wir wissen, unser Gott ist im Boot und er wird uns nie verlassen. Sei gestärkt. Sei gestärkt. Komm, wir schließen unsere Augen. Kann mein Bruder Sascha kommen? Danke, Sascha. Wie groß ist mein Gott? Kennst du dieses altes Lied? F. Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Kein Name so hoch. Nur er ist der Herr. Er teilte die Flute vom Roten Meer. Hat doch heute noch dieselbe Kraft. Nichts ist ihm zu schwer. Komm, wir singen es nochmal von ganzem Herzen. Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Kein Name so hoch. Die Flute vom Roten Meer hat doch heute noch dieselbe Kraft. Nichts ist ihm zu schwer. Komm, wir erheben unsere Stimme. Er hat heute noch die Kraft. Heute hat er noch die Kraft. In dem Namen Jesus ist Satan besiegt und ich rufe den Sieg Gottes über dein Leben. Ich rufe den Sieg Gottes über deine Ehe. Ich rufe den Sieg Gottes über deine Kinder. Ich rufe den Sieg Gottes über deine Kindeskinder. Ich rufe den Sieg Gottes über deine Gemeinde. In dem Namen des Herrn zerbrechen wir jede Macht des Finsternissen. Sie haben kein Recht mehr. Herr, ich bedanke dir, dass du auch von Depression befreist heute. Von Depression befreist. Du siehst meine Brüder und Schwestern, die unter Druck sind, die unter eine geistliche Last sind. In dem Namen Jesus kommen wir entgegen diese bösen Mächte. Wie du dem Teufel gesagt hast, sei still und ruhig. Sei still und ruhig. Herr, wir wollen, dass der Heilige Geist Raum nimmt in unsere, in dem Tempel des Heiligen Geistes, der wir sind.
Herr, wir wollen, dass der Heilige Geist Raum nimmt in unsere Gemeinden. Herr, wir wollen uns erinnern, dass der Leiter der Gemeinde du bist. Du bist der große Hirte, Herr. Und du führst die Gemeinde Gottes. Herr, du führst auch dieses, die Gemeinde Gottes, die hier versammelt sind. Ich bete für sie. Ich weiß, dass dieses Wort ein Wort ist für sie. Und Herr, in die Zeiten, die kommen, wenn auch der Sturm kommt, dass sie sich immer erinnern an diesen Abend. Herr, dass sie nicht kämpfen mit den, dass sie nicht kämpfen mit dem Fleisch, aber mit dem Geist. Dass sie nicht kämpfen mit den Mitteln von der Erde, aber mit den Waffen von oben. Du hast uns ausgerüstet mit diesen göttlichen Waffen. Und wir wollen diesen Sieg einnehmen. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Fang an zu sagen, Herr, du bist Sieger. Du bist Sieger über Tod. Du bist Sieger. Hast du eine Anfechtung? Bist du in einem Sturm? Fang an, es zu proklamieren. Herr, ich rufe den Sieg. Ich rufe den Sieg. Fang an zu unterscheiden zwischen da, wo du etwas zu tun hast und da, wo es die Hilfe Gottes braucht. Unterscheide für dein Leben, für deine Ehre, für deine Kinder, für deine Kindeskinder. Wenn er angreift, dann kommt er auf verschiedenen Seiten. Er kommt auf verschiedenen Seiten. Aber lass nicht los. Lass nicht los. Sei stark. Lass nicht los. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Du befreist die jungen Leute. Du zerbrichst die Ketten heute Abend. Und du schenkst Freiheit. Freiheit in dem Herrn. Freiheit in dem Herrn. Dir allein sei die Ehre. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands allein. Es ist Sieg, es ist Sieg, Sieg, wunderbarer Sieg. In dem Blut, in dem Blut. Es ist Sieg, Sieg, wunderbarer Sieg. In dem Blut des Heilands Heil. Es ist Heilung, es ist Heilung, Heilung, wunderbare Heilung. In dem Blut, in dem Blut. Es ist Heilung, Heilung, wunderbare Heilung in dem Blut des Heilands allein. Komm, wir beten noch einen Augenblick, Herr. Erhebe deine Hände und sage, Herr Jesus, gib mir diese Autorität von oben durch den Geist Gottes. Schenke mir diese Gaben, Gaben der Geisterunterscheidung, Gaben der Heilung, Gaben der Prophetie. Herr, gib mir diese Gaben. Oh, Herr, gib mir diese Gaben des Wunder. Schenk meine Brüder und Schwestern die Gaben, Herr Jesus. Herr Jesus, schenk ihnen die Gaben, um dass sie begabt durch den Heiligen Geist die Gemeinde dienen dürfen. Herr, danke, dass du sie mit diesen Gaben von oben zurücksenden willst nach Hause. Dass sie schon morgen, übermorgen feststellen können, es ist was passiert. Etwas ist nicht wie mehr wie vorher. Es ist was passiert. Herr, durch deinen Heiligen Geist, lieber Heiliger Geist, du gibst den Gaben, denen du willst, wie du willst. Oh, rüste sie aus, um dass sie in ihre Kämpfe Sieger werden. Es ist mein Gebet auch für die Gemeinde in Deutschland.
Wir glauben, dass in dieser schwierigen Zeit ein Volk sich erhebt, das voller Kraft und Macht vorwärts gehen wird. Und wir werden Satans Macht zerstören. In dem Namen des Herrn, in dem Namen des Herrn, wir warten uns auf dich, o Herr Jesus. In dem Namen des Herrn, schenke ihnen Vollmacht, Autorität. Und in der gleichen Zeit schenke uns die Früchte des Heiligen Geistes. Liebe, Barmherzigkeit. Herr, schenke uns die Freude, der Frieden. Herr, wir wollen diese Gottesmänner sein, die den Charakter Jesus tragen und die Kraft Jesus haben. Ich bete in dieser schwierigen Zeit, in diese Zeiten, die vor uns sind. Oh, ausrüste meine Brüder und Schwestern mit der Kraft von oben, mit der Kraft von oben. Oh, lass uns beten in neue Zungen, lass uns beten in neue Zungen. Gorabai, lavarabai. Kuramande, sheria, babaruba, rababaria, badesain, doroboro, boro, yamamai. In die Baba Sori mini vidi visheri amabari ababazai toro bora babazan toro borai. Kire via sora mandere via do samborolo. Che lai barri amabasher mono. Rimini mia sore menere veri ambasori mindi sora mai. Li barri ababasori barri andasora lai. Che la mandri ababasori imberere. Kuramanda rabariando so. Alleluia garabada shira barabariando rolo. Oh, wir erheben dich, Herr Jesus. Wir erheben dich. Danke für den Sieg und für die Heilungen, die stattfinden. Danke für die Heilungen, die stattfinden. Denn lieber Bruder, du hast so Schmerzen im Rücken, du bist auf der linken Seite, der Herr heilt dich, du wirst nach Hause gehen, diese Schmerzen werden verschwinden, total verschwinden. Du gehst von dieser Konferenz nach Hause geheilt, in dem Namen des Herrn, in dem Namen des Herrn. Auch noch eine liebe Schwester, an deiner linken Brust hast du einen Schwulst und das macht dir immer mehr Schmerzen und du hast jetzt immer mehr Zweifel, was kann das sein? Der Herr wird dich befreien, der Schwulst wird verschwinden und du wirst den Herrn loben. Aber der Herr sagt dir nur, hab keine Angst, schau auf mich und ich führe dich, ich führe dich. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heil. Es ist Sieg, es ist Sieg. Sieg, wunderbarer Sieg in dem Blut, oh, es ist Sieg, Sieg, wunderbarer Sieg in des Heilers, es ist Heilung, es ist Heilung, Heilung, wunderbare Heilung in dem Blut, es ist Heilung, Heilung, wunderbare Heilung, dem Blut des Heilands allein. Halleluja. Lass uns einfach noch ein, zwei Lieder singen und in Gottes Gegenwart bleiben. Da, wo du Gott eine Antwort geben willst, gib ihm einfach eine Antwort und erwart, dass er weiter zu uns spricht. Höre auf seine Stimme. Lass uns an seinem Herz sein. Thank you.
Für dich ist das du, Jesus. Du verdienst es nur. Für dich bist nur du. Für dich bist nur du, Jesus. Du verdienst es nur. Für dich bist nur du. Musik.
Herr, wir sprechen jetzt einfach mal stellvertretend für uns alle. Wir wünschen uns, dass wir mehr von dir haben. Und Herr, so bitte ich dich einfach, auch wenn wir jetzt auseinandergehen von dieser Konferenz, dass wir es in unseren Herzen bewahren, dass dein Heiliger Geist uns immer wieder auch an diese Tage erinnert, dass wir da, wo es notwendig ist, neue Prioritäten setzen, neue Dinge angehen mit deiner Hilfe, in die Praxis kommen und einfach erleben, Herr, dass dein Heiliger Geist uns auch einen Rückenwind gibt in unserem Dienst, da, wo wir drin sind, auch durch Stürme hindurch, dass du uns den Sieg gibst, dass wir mutig vorangehen, dass wir mutig Dinge angehen. Und Herr, dass du dich zu deiner Gemeinde stellst und dich bezeugst. Auf das sind wir angewiesen, Herr, auf deine Nähe, auf deine Gegenwart. Und das ist unser Wunsch, dass das mehr und mehr auch Raum gewinnt. Und Herr, so spreche ich einfach deinen Segen aus über uns alle. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Seid gesegnet. Amen. Amen. Seid wirklich gesegnet. Nehmt liebe Grüße mit. Ich wünsche euch eine richtig gute Nacht. Danke Samuel für die Botschaft. Und habt noch eine gute Zeit auch der Gemeinschaft. Danke auch an das Team. Vielen Dank.